du jetzt. Yay. Heiß, heiß, heiß. Boah, guck mal, wie schön. Richtig schön hell. Ich hasse dich. Ich schwöre auf alles, ich bin der dümmste Typ auf dieser Erde, Bruder. Wir haben heute schulfrei. Wir haben schulfrei, ich komme in die Schule. Ah, oh, Junge, Bruder, für gar nichts. Bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe jetzt was sehr, sehr Krasses gemacht und ich bin wirklich sehr aufgeregt, okay? Ich habe jetzt gerade meine Bewerbung rausgeschickt für The Race. Wer das von euch nicht kennt, das ist ein Format auf YouTube, wo man ausgesetzt wird in einem Land und man muss den Weg nach Hause wiederfinden. Das Ganze ist gemacht von Dave und ich verfolge ihn wirklich schon extrem lang und ich liebe seine Videos auf Ernst. Und ich wollte unbedingt mal mitmachen bei so einem Format, Sam vs. Wild, Race, was auch immer, weil ich glaube, ich würde wirklich alles rasieren. Und es ist gestern ein Video rausgekommen, dass man sich bewerben kann. Und was soll ich sagen, Leute? Meine Bewerbung ist hier. Ich habe hier ein Video gemacht. Habe mich jetzt die letzten 2 Stunden gekostet. Und ich weiß nicht mal, ob was passiert, aber ich freue mich wirklich. Ich blende euch kurz das Video ein. Das ist meine Bewerbung geworden für The Race. Und ja, ey, ich hoffe, ich werde angenommen. Ich schwöre, ich... Das wird... Boah, Bruder, das wird mich hardcore freuen. Auf Ernst. Ich bin am Ende. Ich liebe sowas. Das ist geisteskrank. Gebt euch mal, wie es hier aussieht, ne? Schmeckt eigentlich gut, sag ich euch ehrlich. Mein Name ist Elif, ich bin 18 Jahre alt und somit einer der jüngsten Bewerber für The Race. Und ich befinde mich momentan gerade alleine in Los Angeles. Und seitdem ich hier bin, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich spreche mit fremden Leuten, ich habe Freunde von überall, jeder Kultur gemacht. Aber trotzdem hat jeder Mensch seine eigene Geschichte und das fasziniert mich unglaublich. Dazu mache ich jensten Scheiß, den ich in meinem Leben bis jetzt noch nie machen konnte. Hello guys, how are you? Very nice, very good, very sexy. Wait, were you from, just come from the sign? Yeah. Is it good? Yeah, good. Yeah, very good. Japan. Oh, arigato. Oh my god! Oh my god, der Hase! Ich hab nur gegessen, aber noch nie gesehen. Wir sind in der Erlebnis voller Wildnis. Wir sind am Boden kot. Meines Erachtens ist es ein Wolf oder ein Fuchs. Ich habe gerade probiert. Es scheint mir nach einem Elefanten. Ich habe das Gefühl, wir 18-Jährige handeln komplett anders als jemand, der 25 ist. Wir gehen vielleicht ein bisschen mehr Risiko ein, aber versuchen auch vieles zum ersten Mal. Und genau das würde ich gerne übermitteln, wenn ich mitmachen dürfte bei The Race. Hit me, baby, one more time. Woo. So what? How long are you singing already? A while. I don't know, a few years. It seems, I would say like 20, 30 years. The voice is amazing. Well. I'm sorry, are you doing the music? Oh yeah. Yeah. Oh yeah. It's this. You have this. Oh yeah, yeah, yeah. Okay, guys, have a great night. Arrivederci. Das war Italienisch. Ich bin bereit für diese Challenge und ich hoffe, ihr seid bereit für mich. Das war gerade richtig männlich. Sagt, was ihr wollt. I'm just doing a YouTube video. Yeah? Yeah. As well. Ich weiß nicht, was machen, weil dieser Typ verfolgt mich. So, wir haben alles ausgefüllt. Ich klicke jetzt live auf Senden. Oh, Junge. Ich hoffe so hart. What the hell? Danach ging es ins Uber und Richtung Walk of Fame. Heute gehen wir gucken, wo die ganzen Stars leben. Wir werden sehen, wo Michael Jackson lebt, Kylie Jenner und all die anderen Leute. Deswegen, wo halt die reichen Leute wohnen und nicht wir. Japan. Japan. I'm from Kazakhstan. Very shortly here, we're gonna see this. These guys are taking. Come on. Boah, gebt euch mal die View. Wenn du hier in den Beverly Hills lebst, hast du diese View jeden Tag. So Leute, ihr habt's gesehen. Wir sind jetzt hier in einem Tourbus unterwegs und gehen durch das ganze Hollywood, was auch immer. Und wir gucken uns ein bisschen die Dinge an. So, das ist so diese typische Tour zum Sehen. Hier lebt Justin Bieber auf der linken Seite. Und ich muss das einfach machen, wenn ich hier bin. Ich mach das und wir gucken, wie das kommt.
By the way, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr meinen Trailer fandet für die Race, also meine Bewerbung, und ob ihr mich angenommen hättet auf süß oder nicht. Dort lebt Justin Timberlake. Who cares? Nobody. Ich hab's ein bisschen zu laut gesagt. Oh. Schau, wenn du dort Erdbeben kriegst, Bruder. Trau mir, du fällst. Boah, guck euch mal, wie schön das hier aussieht, hä? Geisteskrank, schön. Hier sollte angeblich Michael Jackson gewohnt haben. Michael Jackson hat hier gelebt. Der GOAT. Michael Jackson hat hier gelebt. Bei Gott, das ist krass. Hier lebt Kylie Jenner. Loki, ich war schon öfters hier, aber ich sag's einfach niemandem. Kylie! Kylie! Hier wurde der Fresh Prince of Bel-Air aufgenommen. Schon cool. Hey, wir sind jetzt fertig. Meine Haare sind eine Vollkatastrophe. Es ging jetzt 2 Stunden und ich bin fast eingeschlafen. Ich schwöre, ich konnte euch nicht mal so viel zeigen, weil man hat nicht so viel Spezifisches gesehen. Also man hat schon gesehen, so ne, die ganzen Häuser und so. Und auch wie es aussah, war schon cool an sich, aber nichts Spannendes zum Zeigen. Aber ich schlafe jetzt dann gleich ein. Wir sind hier in irgendeiner Mall. Ich muss jetzt kurz hier warten, bevor es weitergeht. Ich bin todmüde. Ha? Nice, nice, nice. Oh, what the fuck? Ey Bruder, ich habe gerade einfach 1 Stunde auf dieser Couch gepennt. Ich bin so müde. Heute, ich bin richtig so sleepy. Heute geht gar nichts mehr rein. Heute ist einfach Ende Gelände. Wir nehmen jetzt das Uber-Bag nach Hause. Wir sind übrigens in dieser Mall. Die ist eigentlich voll cool. Und eigentlich interessiert es mich ein Scheiß, Bruder. Wir gehen jetzt nach Hause mit dem Uber. Dann nehme ich einen Nap, dann geht's weiter. Oh, Bruder, ich lege mich jetzt so hin, ne? Und... So, Leute, wir haben 9:30. Der Bruder hat immer noch nichts auf seinem Leben gemacht. Wir haben Essen bestellt, Taco Bell. Und das Essen sollte jetzt gleich eigentlich hier sein. Okay. Oh, Bruder, genau hier ist das Essen. Perfekt. Thank you. Wish you a good night. Ich habe ihnen was Neues geholt. Wir machen auf. What the hell? Oh, Bro, you didn't film this. We're so satisfied. Wir haben hier, habe ich ja schon mal gegessen, die sind ehrlich stark. Das sind Tacos überbacken mit Käse, okay? Und innen drin einfach sexy, oh baby. Und hier haben wir Quesadillas. Und hier haben wir Mango Juice. Sexy, oh baby. Oder ich schwöre, Michael Jackson war Loki mein Vater, no cap, Bruder. Hey, wie viel würdet ihr bezahlen, um dieses Glas Wasser jetzt gerade zu trinken? Bruder, ich weiß, paar Leute würden ihr Leben dafür geben. Für die Leute, die es möchten, Cheese. Oh, ich hätte Cheers sagen sollen, nicht Cheese. Bruder, meine Haare sind so eine Katastrophe. Ich muss wirklich die schneiden gehen. Dazu habe ich meine Ohrringe verloren. Bruder, ich bin prime hässlich gerade. Ich blende euch kurz ein Bild ein, wo ich gut aussehe. Damit die Leute auch wissen, ich bin eigentlich sexy boy. Aber jetzt gerade, Bruder. Nein. Bruder, ich schwöre, mein Nippel. Mein Nippel tut richtig weh. Ich hab gegoogelt. Die haben einfach gesagt, das ist wegen der Pubertät. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, aber zu meiner Verteidigung, Pubertät bei Männern gibt es 21, okay? Bruder, ich habe einfach Pubertätsschmerzen. Mein Nippel tut richtig weh, ich kann nicht mehr drauf liegen, sogar wenn ich ein T-Shirt an habe, der tut mir weh, Bruder. Gestern war linke Seite, heute rechte Seite. Vielleicht habe ich Brustkrebs, aber das geht nicht mal bei Männern. Außer vielleicht habe ich feminine Zellen in mir. Vielleicht entwickle ich gerade eine Brust.
Hoffentlich nicht. Das war's mit LFTV, euer Favorite Teenie. Bitte lasst doch ein Like, Kommentar, Abo da für den Algorithmus. Pissa! Ciao!